Ngài vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương, ta nhớ hương quê nhà ở đó. Còn nhiều lòng than, sau phút súng hương buồn lặng im, là tiếng khóc thương đời biệt ly. Bên tiếng hát ru gọi. Xin kính mời tất cả bà con ở các nơi về đây. Chúng ta đã quy tụ về đây để tham dự một cái lễ quan trọng này. Xin mời tất cả bà con, chúng ta có những hàng ghế trống đây, xin chúng ta ngồi vào ghế để chúng ta ổn định trật tự và có thể làm cái lễ khai mạc. Xin kính mời bà con, những vị nào còn đứng ở đằng sau kia thì xin tới cái hàng ghế đằng trước này. Bin draußen auf dem Weg. Bunte Ohren, sie kommen von weit her. Und auf jedem hoffen Menschen, das Ufer bald zu sehen. Holt die Boote in den Hafen, damit sie nicht untergehen. Ohne Wasser, Reis und Brot. Bunte Ohne haben voll Menschen in der Not.
Sie strecken ihre Hände aus und können nicht verstehen, dass wir zufrieden schlafen, während sie zugrunde gehen. Öffnet alle eure Herzen, lasst sie nicht im Stich. Menschen ohne Heimat hoffen jetzt auf mich und dich. Wir mit unseren kleinen Sorgen im reichen Teil der Welt. Wir haben alles, das in Überfluss. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, chương trình của chúng ta ngày hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu từ 15 giờ, từ 14 giờ đến 15 giờ dành cho quý quan khách Đức. Từ 15 giờ 30 cho đến 17 giờ phần theo nghi thức truyền thống Việt Nam chúng ta. Verehrte Anwesenden, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, zur feierlichen Enthüllung des Gedenksteins dürfen wir Sie ganz herzlich willkommen heißen. Bevor wir Ihnen unsere Ehrengäste heute vorstellen, dürfen wir Sie bitten, sich zu erheben für eine kurze Minute. Wir wollen innehalten und an die Opfer denken, die auf dem Meer, auf dem Landweg umgekommen sind. Wir denken an die Opfer, die auf dem Landweg oder auf dem Meer umgekommen sind. Wir danken dem deutschen Volk und dem deutschen Staat für die großzügige Hilfen, Integrationshilfen in den letzten Jahrzehnten. Wir begrüßen ganz herzlich den Bürgermeister von Troisdorf, Herrn Uedelhofen, und dessen Gemahlin, Frau und Herrn Dr. Robert Neudeck, Frau Flucke, die Pressesprecherin. Hier habe ich auch eine längere Liste. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich nicht alles entziffern kann. Herrn Michael Solf, Landtagsabgeordneter der CDU. Frau Herr Klaus Werner Jablonski, CDU Troisdorf. Bitte nehmen Sie Platz. Herrn Bernd Ehling, FDP-Fraktionsvorsitzende Troisdorf. Frau Heidi Ramel, CDU Troisdorf. Herr Kaspers von der CDU. Herrn Ludwig Rummel von der CDU. Frau Astrid Ehling. Ja, soweit die Liste unserer Gäste. Nun folgt die Begrüßungsrede des Vertreters vom Organisationskomitees, Herrn Nguyễn Thanh Văn. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Uedelhofen, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Vietnamesen in Deutschland möchten wir Sie ganz herzlich zur Enthüllung des Gedenksteins in Wien kommen heißen. Wir bedanken uns bei Herrn Bürgermeister Uedelhofen und dem Stadtrat von Troisdorf für die Erlaubnis, der Gedenkstein in der Stadt Troisdorf zu errichten. Sehr geehrte Damen und Herren, vor 30 Jahren
begann eine Welle der Flucht des vietnamesischen Volkes vor dem kommunistischen Regime ihres Heimatlandes. Für die Freiheit wurde jährlichen Gefahren in Kauf genommen. Und das Leben auf offenen See riskiert. Auf der Flucht erreichten die Glücklichen das Ufer der Freiheit. Diejenigen, die keine Glück hatten, mussten ihr Leben zurücklassen. Die Zahl der Toten beläuft sich dabei auf mehr als 500.000 Menschen. Der Tod dieser Menschen richtete die Wehrmacht und brachte sie dazu, vietnamesische Flüchtlinge aufzunehmen. Sie starben, um uns ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Sie starben, damit wir hier und heute leben können. Wir dürfen sie nicht vergessen und wir beten für diese Menschen. Sehr geehrte Damen und Herren, jeder von uns, der Angst und Hoffnungslosigkeit durchlebt hat, dem der Tod näher war als das Leben, weiß, wie unendlich dankbar zu sein. Was es bedeutet, gerettet zu werden. Wir bedanken uns bei allen denen, die uns gerettet haben, die Nationen, die uns aufgenommen und uns ein Leben in Freiheit, Glück und Menschenwürde ermöglicht haben, was in Vietnam unmöglich gewesen wäre. Aus diesem Grund wird die vietnamesische Gemeinschaft in Deutschland eine Gedenkstein in Deutschland errichten, um den Tod der Flug zu gedenken und dem deutschen Volk, seiner Regierung und alle Helfern auf der ganzen Welt für die Rettung und Aufnahme der vietnamesischen Flüchtlinge zu danken. Insbesondere Dr. Hans Albrecht, Ex-Ministerpräsident von 1978 bis 1982 des Landes Niedersachsen, Dr. Rubek Nodek und dem Komitee Kap Aramoa. Ebenso herzlich bedanken wir uns auch bei Herrn Manfred Sander, dem Kapitän des Schiffes Anja Leonhard, der im Jahr 1985 110 vietnamesische Flüchtlinge aus dem Meer gerettet hat. Bei Frau Fluger, der Pressesprecherin der Stadt Deutschland, die uns viel geholfen hat. Und Herr Willi Möller, Inhaber der Bonner Steinmetz-Betriebes, der den Gedenkstein sehr schön realisiert hat. Das, denke man, wird von der vietnamesischen Gemeinschaft in Deutschland als ein Wahrzeichen errichtet, um unsere Nachkommen, den deutschen Kindern vietnamesischer Abstammung, zu überzeugen. Sondern der Gedenkstein ein Zeugnis über ihre Herkunft und über den unbebrochenen Freiheitswille ihrer Eltern darstellen. Er soll auch dazu dienen, wie wertvoll der Freiheit, wie stolz unsere in Deutschland angewachsene Gesellschaft sich auf dem Einsatz für den Demokratisierungsprozess für Vietnam heute und morgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir wünschen Ihnen eine würdige und feierliche Veranstaltung.